Die Verbindung aus Herrschsucht und Leidenschaft, aus Machtstreben und Liebessehnsucht zieht sich wie ein roter Faden durch all die Jahrhunderte. Immer wieder haben die Mächtigen sich von der Faszination politischer und amoröser Abenteuer treiben lassen und die Geschichte um aufregende Kapitel bereichert. Die ägyptische Pharaonin Kleopatra beispielsweise und der römische Herrscher und Weltenlenker Julius Caesar. Ihre Liebesgeschichte hat nicht nur Literaten animiert. Auch Georg Friedrich Händel war von der Story begeistert. Und so entstand im Februar 1724 mit Giulio Cesare in Egitto eine Oper, die durch eine Fülle an spielerischen Motiven, humorvollen wie tief ernsten Episoden, Verwicklungen und Intrigen jeden Zuschauer zu fesseln weiß. Gezeigt wird ein Herrscher, der sich in einer schwierigen Lage bewähren muss, der einerseits seinen Einfluss, seinen Machtanspruch auch auf andere Länder und Kulturen auszubauen gedenkt, auf der anderen Seite aber auch nicht nur den von missionarischem Eifer getriebenen Imperator hervorkehren will. Und als dann auch noch eine Prise Erotik mit ins politische Ränkespiel kommt, ist beherztes Eingreifen gefragt, sind Kopf und Herz gefordert, ergeben sich sogar verblüffende Parallelen zu modernen Polizisten. Georg Friedrich Händel nutzt die facettenreiche historische Folie mit den von Lust und Leidenschaft, von Rache und Mordgelüsten getriebenen Figuren für eine äußerst farbige, effektvolle Musik. Zudem spielt er mit der Buntheit des Librettos und entwickelt in den Rezitativen, in den Arien und Chören eine Vielzahl bewegender musikalischer Charaktere. Nach der Dresdner Erstaufführung im Jahre 1934 kehrt Händels Geniestreich 75 Jahre später jetzt wieder nach Dresden zurück, allerdings in moderneren Bildern. Gedacht werden darf an die exotische Kulisse Afrikas zu Beginn des 20. Jahrhunderts, einer Zeit also, in der Welten aufeinandertreffen, in denen sich große Politik, Liebe und Verrat begegnen. Deshalb versuchen wir immer so eine, sag ich mal, eine Balance zwischen Nähe und Entfernung zu machen. Also den Stoff ranzuholen an die Leute und trotzdem eine gewisse auch intellektuelle Distanz bewahren zu können, also eine Draufsicht. Regisseur Jens Daniel Herzog schlägt aber dennoch die Brücke zur Barockzeit, indem er bei einigen Arien choreografische Elemente einsetzt. In allen Barockarien damals lag eigentlich eine Tanzstruktur dem zugrunde. Eine Gavotte, ein Menuett oder was auch immer. Jeder wusste eigentlich genau, wenn die und diese Arie angeschlagen wird, mit dem und dem Takt, wusste man, die Tanzform liegt darunter. Also ruft eigentlich die Musik permanent danach, lass mich auch mal tanzen. So entsteht eine Mischung aus Entertainment und dramatischer Opernszenerie. Zumal sich die Lage zuspitzt, als Tolomeo, um seine Ziele zu erreichen, nicht mal davor zurückschreckt, seine eigene Schwester Kleopatra gefangen zu nehmen. Doch unser Held Giulio Cesare ist Manns genug, seine mittlerweile geliebte Kleopatra aus den Fängen ihres Bruders zu befreien und sie am Ende unter dem Jubel aller zu seiner Königin zu krönen.